Ja, willkommen zu einem weiteren Rückblick einige Tage später, da es Gründe dafür gibt, die unvorhergesehen waren und das hatte natürlich seine Prioritäten im Gegensatz zu dieses Format, welches ich gewählt habe. Nun, es gibt jetzt natürlich die Weiterführung, da donnerstags diesen ERKurs stattfand und das vor der nächsten Ferien. Wir haben in der ersten zwei Lektion jeweils Mathematik gehabt. Es ging weiter im zweiten Arbeitsbuch, wo es um die Geometrie, Trigonometrie ging. Hier inhaltlich um das mit den Strecken und deren Verhältnisse haben wir ja damit begonnen, das ins Verhältnis zu setzen. Und mit diesem goldigen Schnitt, der dann aufzeigt, dass in Tat jedes Gebilde, das existiert, auch sozusagen harmonisch daherkommt. Und es ging jetzt weiter mit den Ähnlichkeiten, die hier entsprechend zu sehen sind. Und das hat auch einen Grund gehabt, weshalb jetzt diese Aufnahme etwas später folgt, da ich dieses Verständnis für diese Thematik ja nicht so gleich verstanden habe und etwas mehr darüber studieren musste, obwohl es hier in der Tat sind ja vier Grafiken mit vier Ähnlichkeitssätzen und trotzdem gab es für mich da vom Verständnis her so seine Herausforderung. Und dann ging es weiter mit den Strahlensätzen. Und das hier dieses Verhältnis. Und hier ist das Wichtigste zu sehen. Und vor allem, das ist das Hauptmerkmal, dass diese zwei Gerade, welche hier diese Schenkel hier überschneiden, parallel sind. Ohne das könnte ein Strahlensatz gar nicht so mathematisch angewendet werden. Also wichtigste Merkmal, es müssen zwei Parallele sein, hier kreuzen. Das wird entsprechend hier auch aufgrund dieser Thematik erklärt, diese Gegenüberstellung, worauf es ankommt. Und das zu verstehen, dann lassen sich auch diese mathematischen Übungen so lösen. Genau. Und dann gibt es auch die Umkehrung vom ersten Strahlensatz. Der hat da so seine Bedeutung und er wird da etwas anders angewandt. Und es ging dann in der Tat weiter mit dem Pythagoras, der ist hier aufgeführt und einfach die visuelle Darstellung, damit es auch so besser zu interpretieren, zu verstehen ist, statt nur da die Zahlen und die dazugehörigen Variablen. Und im Weiteren ist das Ganze dann so dargestellt, so kommt es daher, in diesem Format, dass es in einem Recht, also in einem Quadrat, das so mit diesen Aufteilungen genutzt werden kann. Und zudem gab es dann eine weitere Erweiterung, das nennt sich dann den Kathetensatz und der Eulensatz. Das wusste ich vorher noch gar nicht, das war komplett etwas Neues. Hier ist es aufgeführt und diese mit dieser Höhe, welche ins Quadrat genommen wird und daraus dann im unteren Bereich, diese wird aufgeteilt, diese längere Seite ist die Hypotenuse, dann auf der einen Seite ist das P und auf der anderen Seite ist das Q und durch diese Aufteilung wird hier diese neue Formel daraus abgeleitet, so dass diese hier Verwendung findet und ja, das ist hier sehr gut dargestellt, ich finde. Und kann das entsprechend entnommen werden, um das zu verstehen. Und das ist soweit in der Mathematik. Dieses neues Wissen, was jetzt gelernt wird, gefestigt wird, damit dieses dann auch dann angewendet werden kann. Und dann folgt in der Tat die letzte offizielle Mathematikprüfung. Und optional, das wird so noch durchgeführt, noch einen Semestertest, da im ersten Semester auch einen geschrieben wurde, um
die Möglichkeit zu ermöglichen, für diejenigen, die nicht an allen Tests teilnehmen konnten, diese neue Note noch zu schreiben und für alle anderen, die möglicherweise bei einer der im zweitmeisten absolvierten Test vielleicht etwas schlecht war, dass diese dann mit der anderen kompensiert wird, also die schlechteste wird dann entsprechend durch diesen Semestertest, sofern er schlechter sein sollte, ersetzt. Bei einer Bestnote ist natürlich es umgekehrt. Gut, dann ging es weiter nach dieser Lektion mit Englisch. Haben wir das neue Thema angefangen und dort haben wir das Thema 5. Es geht hier um das Future und um die Thematik im Englischen, ob wir da schon einige Absichten haben, Zukunftspläne, aber in der Tat geht es einfach um die grammatikalische Herangehensweise und ja, das ist einfach mal eine erste Überblick zu erschaffen, was in dieser Zukunftsgrammatik drin mit dem going to oder will Zukunft oder dieser Zustimmung von 0%, also I didn't agree, bis hin zu 100%. Da gibt es verschiedenste interessante Vokabeln, die das Ganze so zwischen 40 und 50, 60% hin und her weichen lassen, je nach Bedeutung der Satzinhaltes herkommt. Und da in der Tat gibt es hierfür genau in einem Monat, also anfangs der Monat, in der ersten Woche, nur noch einen einzigen Test und da geht es dann darum, das möglichst dieses gut abzuschließen. Und dann haben wir in der Tat noch die Prüfung gehabt im Deutsch. Da haben wir zwei Inhalte thematisiert bis dann. Und zwar das erste war um das Thema Kurzgeschichten. Wir haben dann zusätzlich nebst dem, was wir im Unterricht durchgearbeitet haben, das Theater, noch das Brot als zusätzliche Vorbereitung für die Prüfung durchgearbeitet. Und in Tat habe ich es gearbeitet, da ich so die Möglichkeit bekommen habe, hier nochmals das Ganze zu üben, zu trainieren, da die Interpretation natürlich eine andere ist, weil es stammte aus den 1945er Jahren und ja, ich habe zusätzlich noch zufällig ein Video gefunden und so konnte ich das Ganze besser verstehen und so interpretieren. Und weiter nebst der Kurzgeschichte gab es auch noch die Sachtextanalyse. Und hier ging es einfach darum, einen Text zu verstehen und dann diese Punkte zu analysieren und das Ganze in eigene Worte zu verfassen. Und in der Tat wird hierbei diese grammatikalische Grundlage in der deutschen Sprache natürlich vorausgesetzt als angehende zu Niveau Sekundarschule, Schule Stufe 1. Und ich komme ja aus der Realschulniveau.